Nur selten gibt es eine ruhige Minute auf dem Schiff. Auf die Chefin Bianca Rössler warten immer neue Aufgaben. Hallo, herzlich willkommen. Tisch 59 ist für Sie reserviert. Sie gehen nach hinten. Vier Fahrgastschiffe hält sie am Laufen und das in schwierigen Zeiten für den Tourismus im Rheingau. Es haben unheimlich viele Läden zugemacht und Restaurants, Kneipen haben auch geschlossen. Bianca Rössler ist Kapitänin und steuert vor allem das Familienunternehmen mit 16 Angestellten, das seit 150 Jahren den Sitz in Assmannshausen hat. Sie packt überall mit an. Maschinenschlosser hat sie auch gelernt. Naja, in meinem Ausbildungsjahr war ich natürlich die einzigste Frau. Weit über 700 Männer gab es noch im Standort Geisenheim damals. Und wenn die Bedienung im Stress ist, springt sie auch noch ein. Also wenn man da keinen Spaß an der Arbeit hat, auch an der Vielseitigkeit der Arbeit, dann könnte man das auch gar nicht packen. Das ist Wahnsinn, du spielst mit meinen Gefühlen. Das Programm an Bord, mal Sommerparty, mal eher Seniorennachmittag. Und was auch immer hier geschieht, die Frau im Hintergrund hält die Fäden in der Hand. Hier ist Sonnendeck, da haben wir nachher Tanzfläche, da haben wir eine Cocktailbar. Der Rheingau, das klassische Ausflugsziel. Früher kamen hunderte Busse. Die Gäste wollten essen und trinken, schunkeln und Schiff fahren. Jeden Tag das gleiche Programm, das geht heute nicht mehr. Bianca Rössler muss sich auf ganz verschiedene Gruppen einstellen, probiert immer wieder neue Fahrtrouten und Bordprogramme aus. Die Arbeit beginnt schon lange, bevor die Passagiere kommen. Jetzt sind wir hier im schönen Salon. Hier haben wir gleich unseren Musiker und DJ stehen. Die Gäste werden heute in Mainz an Bord kommen. Aber auf dem Weg von Assmannshausen dorthin, in Wiesbaden-Biebrich, steigt erst einmal das Partypersonal zu. Ein Alleinunterhalter. Und die Leute für Service und Bar. Dazu natürlich die passenden Getränke. Und schon im Salon sitzt ganz ruhig noch jemand Wichtiges. Das ist mein ganz, ganz, ganz toller Lebensgefährte. Und wenn ihm langweilig ist, dann fährt er ganz oft mit mir Schiff, weil es so schön ist. Das ist auch toll, dass er das macht. Ne? Das finde ich auch schön. Oder ist das die einzige Chance, ihn mal zu sehen? Ja, meistens im Sommer. Wie finden Sie das denn, dass Sie ja im Grunde hier die ganze Firma so gut in der Hand hat? Nein, das ist schon bewundernswert. So. Bei diesem Aufwand, der hier getrieben wird, und, was so im Hintergrund läuft an Arbeit, das ist schon, das alles im Kopf zu haben, ist schon eine Sensation. Ja, sie hat es auch gut im Griff und sie kann auch gut, glaube ich. Und irgendwo gibt es immer ein Telefon, das für sie klingelt. Fahrgastschiff hat Rössler, guten Tag. Ganz genau. Gerne, tschüss. Das Anrichten der Teller ist nur das i-Tüpfelchen zum Schluss. Essen für bis zu 600 Gäste. Das heißt zunächst planen, einkaufen, kühlen. So, hier haben wir die Theke. Also wir sind hier noch komplett in Vorbereitung. Deswegen sieht es noch ein bisschen wüst aus und ich auch noch sehr nicht angezogen. Da sind wir noch die letzten Essen am Vorbereiten. Hier unten haben wir total tollen Keller. Da haben wir sogar eine Waschküche. Wollen wir uns die Waschküche mal angucken? So, dann zeige ich jetzt mal die Waschküche. Hier sind wir jetzt im tiefen Keller. Da hinten dran sind Kühlkeller. Hier haben wir noch Eistruhen, ein bisschen Lagerraum. Hier haben wir unsere kleine Waschküche mit Waschmaschine, Trockner, der Mangel. Hier um die Ecke haben wir auch noch ein Bett, falls es denn doch mal länger dauert. Wäschemangel steht da auch. Ja, wir haben doch Handtücher, Lappen, Tischdecken. Ja, das wird alles an Bord gemacht? Ja. Könnte man ja auch an den Assmannshausen machen. Es ist aber ganz schön aufwendig, weil so, wenn man die ganze Zeit am Fahren ist, kann es ja während der Fahrt alles gewaschen werden. Und die Schlepperei ist auch ja gut. Und wenn Leerfahrt ist, kann man mangeln, das passt. Hier haben wir noch Vorratsraum. Leergutsammelstelle, Gläservorrat, die Klima, die Kühltechnik für die ganzen Kühlgeräte.
Aber wir sind jetzt nicht unter der Wasserlinie, oder? Mit den Füßen stehen sie schon im Wasser. Okay. Also ich glaube, noch mehr als Füße. Dann kommen wir hier zum Wassertank und zu Meerklimaanlage und Fäkalientank. Und alle Türen sind auch gesichert. Sobald man hier eine Tür aufmacht, kriegt der Captain oben einen Alarm. Also der weiß immer genau, wo wir uns hier rumtreiben. Das heißt, der hat das jetzt auch gemerkt. Er musste auch den Alarm wegdrücken. Und wenn man dann 20 Mal die Tür auf und zu macht, ja, findet er es mit Sicherheit unlustig. Dann kann ich noch einen Maschinenraum zeigen. Wie viel Technik sich im Bauch der Rheinstar verbirgt, ahnen die meisten Gäste noch nicht einmal. Hier kommen wir jetzt zum Maschinenraum. Also wenn ich da gleich aufmache, wird es halt mal super laut, ja? Es riecht nach Öl und Diesel. Das Herz des Schiffes. Eigentlich sind es zwei Herzen, zwei gewaltige Maschinen. Bianca Rössler verständigt sich ab jetzt per Handzeichen. Hier läuft die Welle für den Schiffspropeller. Und das Gleiche natürlich auf der anderen Seite, wo der zweite Schiffsdiesel läuft. Was war das jetzt in der Mitte, die zwei? Das waren die Generatoren, die Strom erzeugen. Habe ich gedacht, ja. Und die beiden Maschinen? Wie groß sind die Motoren? Jeweils 500 PS. Das ist ja schon was. Wir kommen voran, ja. Und die Rheinstar kommt schnell voran Richtung Mainz. Doch plötzlich sieht das Wetter gar nicht mehr gut aus. Eigentlich war ja Party auf dem Oberdeck geplant. 200 Gäste sollen hier in Mainz an Bord gehen. Und jetzt das. Der Anleger ist menschenleer. Wenn das Wetter nicht besser wird, waren die Vorbereitungen auf dem Schiff umsonst. Zu den Vorbereitungen gehören übrigens auch viele Stunden am Schreibtisch. Bianca Rössler verbringt inzwischen mehr Zeit im Büro in Assmannshausen als auf dem Schiff. Fast jeder einzelne Gast ruft vor dem Buchen erst einmal an und möchte beraten werden. Fahrgastschiff Herr Rössler, guten Tag. Assmannshausen hat auch den Vorteil, hier gibt es kostenlose Parkmöglichkeiten und es ist nicht so überlaufen. Da können Sie dann schön parken, gemütlich zum Schiff kommen und später auch noch was Leckeres essen. In Mainz hat es inzwischen aufgeklärt und auch die Gäste finden sich ein. Die Tour ist gerettet. 33 ist für Sie reserviert. Auf der rechten Seite steht 33 drauf. Wie immer begrüßt die Chefin alle, die an Bord kommen. Der direkte Kontakt zu den Gästen ist ihr wichtig. Die Firma bekommt dadurch Persönlichkeit und ein Gesicht. Ihr Gesicht. Hallo. Tisch 56 ist für Sie reserviert. Sie gehen nach hinten die Treppe hoch. Auf der linken Seite ziemlich weit nach vorne steht die 56 drauf und steht auch Ihr Name drauf. Okay, vielen Dank. Gerne, viel Spaß. Die Fahrt beginnt, wenn auch die Stimmung noch etwas verhalten ist. Jetzt sind Bar, Service und die Party-Profis gefordert. Viele Gäste sehen die einmalige Landschaft hier zum ersten Mal vom Wasser aus. Eltville. Und die Rheinauen.
Es geht vorbei an Rüdesheim bis hoch nach Lorch und dann wieder zurück. Ganz langsam lockert sich auch die Stimmung. Und wir haben natürlich oben auf die Oberdeck Cocktails und wir haben DJ-Musik, Disco-Jockey und ganz viel Spaß. Das haben wir hier. Und der darf. Stell ihm bitte keine Einwand. Normalerweise wäre an einem solchen Tag Bianca Rösslers Tochter Samantha zum Helfen an Bord. Doch sie macht gerade eine Ausbildung. Irgendwann wird sie dann hier richtig einsteigen. Dafür packt jetzt Michael Barth, der Lebenspartner der Kapitänin, mit an. Es gibt viel zu tun. Ein Glas. Da steht ein Glas. Eine Wasserflasche. Ja. Zwei Hefe. Beide? Okay. Der Rest kommt gleich. Viel Spaß. Auf die Gäste wirkt die Fahrt mit dem Schiff vor allem entspannend. In diesem Sommer ist der Wasserstand sehr niedrig. Seit Tagen schon sieht man Sandbänke und Uferbefestigungen, die normalerweise unter Wasser liegen. Doch noch können die Schiffe der Rösslerlinie ohne Einschränkung fahren. Für viele Frachter mit Tiefgang ist jetzt schon Schluss. Rüdesheim, eine Idylle, vor allem vom Schiff aus. Am Wochenende kann es in der Kreisstadt des Rheingau-Taunus-Kreises schon mal eng werden. Die Besucher kommen heute weniger mit Bussen, sondern mit dem eigenen Wagen. Viele erreichen die Stadt auch mit Fahrgastschiffen, auf denen sie gleich übernachten. Gastronomiebetriebe und Schifffahrtsgesellschaften müssen viel individuellere Programme anbieten als noch vor wenigen Jahren. Wer heute überleben möchte, muss sich etwas einfallen lassen. Bianca Rössler behält deshalb immer ihre Gäste im Blick. Welche Tour ist für welche Gruppe gut? Welches Essen zu welcher Jahreszeit? Dieses Mal eher kalte Platte und deftig, wie es im Rheingau Tradition ist. Und immer wieder der direkte Kontakt zu den Gästen an Bord. Finde ich richtig schön, wenn die Gäste da noch so lange dran denken, weil soll ja auch so sein, weil die sollen hier einen tollen Tag auf dem Schiff haben. Oft ist es natürlich bei Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern so, dass man da Rückmeldungen kriegt. Und habe ich mich auch total gefreut, kam jetzt die erste Babykarte an von der Hochzeit, wo dann das Baby draus entstanden ist. Unter den Erinnerungen sind auch Zeitungsartikel über die Rösslers. Und dann unseren Demografiepreis, bin ich natürlich super stolz drauf. Die Arbeit im Wandel. Wir sind 3 Generationen, also aktuell meine Tochter, ja mal kurz ausgelagert, kommt aber wieder. Und wir waren die ganze Zeit 3 Generationen, die hier zusammengearbeitet haben. Und Tochter macht jetzt Ausbildung, danach kommt sie wieder zurück und freut sich auch drauf. Und ich mich auch, total. Ja. Bei vielen Fahrten ist der Vater der Kapitänin Klaus-Peter Rössler noch dabei. Er ist schon über 80, aber manchmal steht der alte Kapitän noch im Steuerhaus. Bei dieser Fahrt im Winter genießt er die Aussicht auf den frisch gefallenen Schnee. Schlechte Zeiten kennt auch er. Nicht immer war es einfach mit den Schiffen und dem Rhein. Bis 85, kann man sagen, war es schon ein Kampf zu überleben. Weil ja im Winter nichts war. Und ab 85 hatte man dann Schiffe, wo man heizen konnte. Und da konnte man schon einige Fahrten im Winter machen. Und jetzt kommen auch immer wieder mehr Fahrten im Winter. Ist gerade nicht viel, aber so, dass man sich über die Runde schaffen kann. Denn die Schiffe sind ja da. Die Steuer muss bezahlt werden, die Versicherung. Und teilweise haben wir auch Personal, wo es ganz Jahr beschäftigt ist. Weil das gute Personal kann man nicht entlassen, dann sind die nächstes Jahr nicht mehr da. Eine Fahrt im Winter mit Big Band und Gesang.
Die Ausweitung der Fahrsaison gehört zur Überlebensstrategie. Auch weil der Schiffsbetrieb immer teurer geworden ist, muss sich Bianca Rössler immer wieder etwas einfallen lassen. Sie bringt Fußballfans zum Spiel. Es gibt Sonderfahrten an Weihnachten und schwimmende Weinproben in Zusammenarbeit mit einem Rheingauer Winzer. Wir machen ja natürlich viele Veranstaltungen auf den Schiffen, sei es Comedy, Neujahrskonzert. Jetzt hatten wir letztes Wochenende die Swing-Veranstaltung gehabt. Und da muss man selbst halt aktiv werden, irgendwas machen. Viel machen wir auch Firmenveranstaltungen, Hochzeiten auf dem Schiff, Geburtstage. Und wir sind natürlich nicht standortgebunden von Assmannshausen. Wir können natürlich auch von allen anderen Ortschaften ausfahren. Und von daher, es ist sehr, sehr anders als früher, aber dafür auch viel, viel abwechslungsreicher und macht Spaß. Wie bei der Mainzer Sommertour, die fast wegen Regen ins Wasser gefallen wäre. Die verschiedensten Menschen sind hier zusammengekommen. Das Programm bietet für alle von ihnen etwas. Und am Abend soll es in Mainz noch ein großes Feuerwerk geben. Die meisten haben im Internet von der Tour erfahren und per Telefon oder E-Mail gebucht. Die Gäste sind heute wohl auch verwöhnter als früher. Ein bisschen Unterhaltungsprogramm erwarten viele von ihnen. Und diejenigen, denen das zu viel ist, verziehen sich in ruhigere Winkel des Schiffs. Dankeschön. Schön, dass ihr alle Gäste seid bei Rössler Company. Bianca Rössler scheint selbst vom größten Remi-Demi nicht beeindruckt und auch nicht vom schlimmsten Stress. Vielleicht, weil sie das schon alles immer kennt. Sie ist quasi auf dem Schiff groß geworden. Schon damals war sie mit dem Vater unterwegs. Sie ist ein Einzelkind. Und es war klar, dass der Vater sich eines Tages Gedanken um die Nachfolge machen würde. Irgendwann hat Papa mich mal gefragt, war ich 16, 17, möchtest du es mal übernehmen irgendwann? Ich habe dann so locker flockig gesagt, ja klar, weil ich ja immer nebenher auch bei Papa geholfen habe. Aber er hat mich nie zu irgendwas gezwungen, von daher. Und als Teenager geht man ja schon ein bisschen unbedachter mit seinen Antworten um. Und ja, auf jeden Fall, ich habe immer gesagt, ja klar, mache ich. Dann habe ich erst mal mir eine Ausbildungsstelle gesucht nach der Schule. Dann aber in der als Industriemechaniker, also Maschinenschlosser, weil ich was gesucht habe, was mir einmal Spaß macht natürlich, aber auch was mit den Arbeitszeiten kompatibel ist, weil mir total wichtig war, dass ich immer zwischendurch noch aufs Schiff gehen kann zum Arbeiten. Auch nach der Ausbildung bei MAN hat sie beides weitergemacht. Doch in der Firma gab es schon bald Kündigungen. Das Betriebsklima wurde schlecht. An dem einen Morgen, ich weiß gar nicht, was passiert ist, war wieder so eine komische Stimmung. Und dann bin ich ins Personalbüro gegangen, habe gefragt, was bekomme ich, wenn ich aufhöre? Ich habe eine Abfindung bekommen, habe es unterschrieben, bin nach Hause, sagt zu Papa, du, ich habe gekündigt. Und war begeistert von meiner Entscheidung. Und Papa guckt mich an und sagt, ja, und was machst du jetzt? Da habe ich gedacht, so, boah, scheiße, hast dir noch gar keine Gedanken gemacht, ja. Und dann habe ich spontan gesagt, sag ich, du, ich werde jetzt 21, ich mache mein Patent. Das Patent als Kapitänin. Andere brauchen dafür Jahre. Bianca Rössler war bereits mit der ganzen Praxis gut vertraut. Nur für die Theorie musste sie noch pauken. Also bin ich nach Duisburg, habe 2 Wochen lang Lehrgang gemacht, bin auf die Schifferschule, habe den Lehrgang gemacht und habe dann 10 Tage nach meinem 21. Geburtstag die Prüfung gemacht und auch bestanden. Heute sitzt sie nur noch selten im Steuerhaus. Das Büro ist die Zentrale des Familienbetriebs. Es liegt in ihrer Wohnung. Im selben Haus wohnt auch der Vater. Für Privates bleibt nicht viel Platz im Leben.
Eines der vier Rösslerschiffe liegt in Bingen an der Werft. Der Motor musste überholt werden. Aus- und Einbau machen die Rösslers selbst. Auch so etwas gehört zu den vielen Aufgaben. Ein Mitarbeiter hilft beim Schrauben. Und der Vater redet natürlich auch heute noch mit. Und dann schwebt der Koloss durch die Luft zum Schiff. Kilogramm am Haken. Der Mann von der Werft steuert alles aus der Ferne. Der Zugang zum Motorraum ist schon geöffnet. Die Bänke und die schwere Bodenplatte des Sonnendecks mussten dafür abgeschraubt und aus dem Weg geschafft werden. Am schwierigsten wird es, die Maschine in den Bauch des Schiffs zu schaffen. Denn die Öffnung ist kaum breiter als der Motor. Ganz langsam und vorsichtig. Jetzt nur nirgends anecken. So, 2 Zentimeter, wenn es geht, runter. Noch ein bisschen ab. Nichts machen. So, ich lasse uns mal kurz so gerade ab, dann fahr ich. Dass Bianca Rössler auch bei dieser Aktion mitmacht und das Sagen hat, ist für die Männer hier inzwischen nichts Besonderes mehr. Als Frau muss man wahrscheinlich auch immer einen Ticken mehr wissen als die Männer. Und dann gibt es natürlich auch Männer, die damit nicht zurechtkommen. Also ich hatte auch schon mal ein Vorstellungsgespräch, da sagt der Schiffsführer so zu mir, listig von der Frau, nichts sagen, habe ich gesagt, tut mir leid, dann kann ich sie nicht einstellen. Funktioniert nicht. Also solche Männer gibt es mit Sicherheit auch, aber nicht bei mir. Das funktioniert alles und ich habe richtig tolle Männer, tolle Mannschaft, tolle Jungs und das passt. Und da respektiert jeder jeden und wir tauschen uns untereinander aus und das passt. 23, 24 unterwegs. Nee, warte mal, ich habe einen im Säckel. Nee, ist 22. Immer noch 22. Okay, 24. 24, hier. Danach machen wir erstmal Werkzeug holen. Aber natürlich gibt es immer wieder Momente, da weiß es zumindest der Senior einfach besser. Als nächstes muss jetzt die Kupplung. Okay. Ach so, okay. Ja, guten Morgen, ciao, ciao. Aber das Essen nimmt die Chefin lieber ganz alleine in die Hand. Jetzt muss erstmal was Richtiges. Und dann können wir gleich weiter powern. Dass der Vater immer mal reinredet, kann sie gut wegstecken. Der hat auch schon verdammt viele Motoren ausgewechselt. Ich glaube, wenn ich mal 80 bin, habe ich auch schon viele Motoren ausgewechselt. Es ist bewundernswert, wie selbstverständlich Rössler Senior und seine Tochter den Generationswechsel vollzogen haben. Papa hat mir immer sehr viel Freiheiten gelassen. Ich habe ihm aber auch immer gesagt, was ich tue oder wie ich was tue. Habe ihn auch viel um Rat gefragt, am Anfang natürlich viel, viel mehr. Wo er dann zu mir gesagt hat, du, wenn du es so machst, kann das passieren. Wenn du es anders machst, kann das passieren. Wo ich mir dann selbst überlegen musste, okay, welches Risiko nimmst du? Von daher, er hat wirklich ein sehr großes Vertrauen in mich gehabt, was ich auch extrem schätze. Zwischendurch natürlich manchmal um Kleinigkeiten, ja, oder auch neue Gesetzesgrundlagen, wo ich gesagt habe, wir müssen das aber so machen. Er dann gesagt habe, aber wir haben das schon 100 Jahre so gemacht, ja, wo ich gesagt habe, es geht aber nicht mehr, ja. Aber das sind Kleinigkeiten, ja, und aber so. Muss ich sagen, ist das richtig bombastisch mit Papa zusammen. Das
17 brauchen wir. Ratsch geht nicht drauf, du brauchst erstmal Gabel. Den Vater wundert es nicht, dass die Tochter so fit beim Schrauben ist. Schließlich hat er ja von Anfang an mitbekommen, wie sie schon als Kind geübt hat. Wenn wir das jahrelang als Kind schon mit dem Vater den Motor repariert haben und mit Monteure, die hat gesagt, du schon mal alles abbauen, was du abbauen kannst, damit wir schneller nachher die Hauptarbeit machen. Und das wäre halt Bianca ja bei MAN erst mal gelernt, damit sie weiß, wie man eine Schraube tut. Und da kann man nicht einfach andere Leute holen, das ist zu teuer, ne? Naja, meistens kriegt man sie auch nicht. Und wenn dann irgendwas ist, dann ist man unterwegs. Und das ist ja nicht so wie beim Auto, wo man gerade ADAC anrufen kann. Schiff ADAC gibt's noch gar nicht. Der rutscht ab, der Hof, die ist auch kaputt. Ich mache ja auch nur Mädchen fest. Frau Rössel, wie ist denn das eigentlich, so ein Schiff, mit dem man da jahrelang zu tun hat? Liegt man das nicht auch irgendwo? Was tut man das? Liegt man das nicht auch irgendwo? Was hat man denn also für ein Gefühl dem Schiff gegenüber? Wichtig ist, wenn es ja um die Kasse stimmt. Es gibt Leute, die haben schon das Handtuch geschmissen, weil die Kasse nicht mehr stimmt. Ja. Die hohe Auflage, wo ständig komme. Ja. Fahrgastschifffahrt Rössler, guten Tag. Natürlich hat die Chefin die Telefonate vom Büro hierher umgeleitet. Ja, das weiß ich nicht, aber ich meine, Sie haben es mir ja geschickt und Sie bekommen auf jeden Fall Antwort. Ja? Okay, schönen Tag noch. Tschüss. Naja, vielleicht sehe ich das zu romantisch, aber ist jetzt so ein Schiff so ein reines Arbeitsgerät nur oder hat man da nicht doch noch so eine Art besondere Beziehung? Ja, klar, zum Beispiel unsere St. Nikolaus, ja. Ist halt schon relativ alt, hat Papa damals 1977 gekauft, zu meiner Geburt. Ja, ich habe sie dann zum Welterbeschiff machen lassen, weil es mir lieber war, als einfach das Schiff zu verkaufen. Das Schiff ist jetzt das einzigste unserer Flotte, was grün ist, weil UNESCO-Welterbe, die Farbe ist halt grün. Wir sind ja hier UNESCO-Weltkulturerbe. Ja, und... Also von sowas trennt man sich da nicht? Nee, ungern. Können Sie sich Leben ohne Schiff vorstellen? Nee. Deswegen bin ich ja noch im hohen Alter immer dabei. Ja. Denn hier ist ja manchmal nur zu erklären, mach so. Manche sagen, wenn ich nicht aufpasse, wird nur Scheiße gebaut. Aber ich glaube, der Tochter müssen Sie das nicht mehr sagen. Naja, so ein paar Kleinigkeiten hatten wir die Woche auch noch gehabt. Gestern oder was. Was hatten wir denn da? Die schweigen. Wenn ich irgendwann mal so viele Motoren auseinandergebaut habe, wie du fährst, dann weiß ich das auch alles. Endlich läuft das Schiff wieder. Und ein Kapitän, der bei Rösslers angestellt ist, steuert es zurück zur hessischen Rheinseite. Bei 4 Schiffen gibt es eigentlich immer etwas zu reparieren. Oft rufen die Kollegen vom Schiff aus im Büro an. Das eine war, glaube ich, locker. Also wenn das oben drauf ist, die schrauben das ja drauf. Die Kapitänin ist die Technik-Hotline der Firma. Ja, ja. Ja, aber sie schrauben ja diese, also das schwarze Plastikteil ist ja an einem Metallteil dran, was wie eine Überwurfmutter ist. Okay, so, das ist ja dann fest, wenn es festgeschraubt ist. Jetzt nehmen Sie das schwarze Teil ab und ja. Dieses System, diese Mechanik nach vorne, nach hinten, die ist locker, weil innen drinnen, aber ich habe eigentlich alles richtig dran gebaut. Okay, gut. Jo, tschüss. Seit Generationen sind die Rösslers auf dem Rhein unterwegs und arbeiten auf Schiffen. Es ist ihr Lebensunterhalt. Vielleicht hat deshalb ausgerechnet die Buchhaltung von damals überdauert. Und schon bei den Großeltern war das Geld in Frauenhand. Hier haben wir noch so alte Kassenbücher, die sind halt total cool. Das hier ist von 1950. Das hat noch meine Oma geführt und ja, mit Ausgaben für die Boote, Ausgaben fürs Haus, weil früher hatten wir auch noch, hat meine Omi noch zusätzlich Zimmer vermietet, weil nur die Schifffahrt irgendwie anscheinend nicht so lukrativ war.
Und dann auch die Einnahmen von den beiden Schiffen, St. Nikolaus und Rheingold, und die Einnahmen vom Haus. Können Sie damit mit den Zahlen heute noch was anfangen? Also wenn man sie sich genau durchguckt, also in einem von diesen alten Kassenbüchern war auch total cool noch ausgerechnet, wie viel Kirchensteuer und was man alles zahlen muss. Also da hatte meine Omi Tatsache selbst die ganzen Abgaben ausgerechnet, fand ich total cool. Aber ich dachte, es wäre geil, wenn wir es heute noch machen können. Also es ist natürlich ganz anders, aber das merkt man auch so, dass alle, nicht alle 10 Jahre, aber durchweg verändert sich das auch und verlagert sich das anders. Früher war es ja auch so, dass im Winter hatte mein Papa und mein Opa hatten noch ein Vorspannboot gehabt, so ein Schlepper, weil das haben die im Winter genutzt zum Arbeiten und nur im Sommer mit dem Fahrgastschiff. Das ganze Leben nur für die Schiffe, immer auf dem Rhein. Auch der Großvater und dessen Großvater haben so gelebt. Ich bin ja die 5. Generation. Und wenn man dann so zurückverfolgt, das sind dann so rund 150 Jahre. Denn der Urgroßvater, der hatte eine Eisenbahnfähre als Kapitän gefahren. Eine Eisenbahnfähre ist wie eine Autofähre, weil es keine Brücken gab, sind die Waggons zwischen Rüdesheim und Assmannshausen auf eine Fähre geschafft wurde. Und die ist rüber nach Bingerbrück gefahren, da sind die wieder raus. Das älteste Foto der Rösslers auf dem Rhein ist von ungefähr 1920. Da war mein Vater 19 Jahre und der Großvater mit Hut. Zwei Boote nebeneinander. Als wurde mit Stange am Ufer geschoben und wenn die in die Fahrrinne kam, wo so tief Wasser war, wurde dann gerudert. Und dann kam ja auch das erste motorgetriebene Boot 1934, wo schon 34 Personen ohne Rudern, dass man mit dem Motor fahren konnte. Und das war dann schon ein Vorteil. Das Geschäft lief gut in den 30er Jahren. Und noch vor dem Krieg hatten die Rösslers bereits 3 Schiffe. Dann kam der große Einschnitt. In der Kriegszeit als Kind war ja kein Benzin da. Das Boot ist wohl gefahren, aber es gab kein Benzin. Es gab nur Benzin, wenn wir Amerikaner gefahren, militärnahen Krieg. Die musste Benzin bringen, dass das Boot fahren konnte. Und da die Amerikaner aber einen großen Durst hatten und wollte Wein, und dann haben wir den Wein nachts von der anderen Rheinseite rübergeholt. Warum nicht von hier? Der war schon weggetrunken. Der von der hessischen Seite war schon weggetrunken und die Amerikaner hatten beide Durst. Da haben die Winzer uns Auftrag gegeben, wir fahren auf die andere Seite Wein holen. Dann haben wir von der anderen Seite Wein rübergeschmuggelt, sozusagen, dass die Winzer wieder welchen verkaufen konnten. Die andere Rheinseite war französisch. Und immer wieder mussten Vater und Sohn heimliche Fracht schmuggeln. Eines Nachts war es ganz verrückt. Eine Kuh musste über den Rhein. Und die Kuh passte nicht in das Personenboot, in den Eingang durch, eine Treppe runter. Und dann kam der Vater auf die Idee, dann nehmen wir das Ruderboot und stellen die Kuh in das Ruderboot. Wenn 20 Leute ringpassen, gewichtmäßig, geht auch eine Kuh gewichtsmäßig. Jetzt haben wir die an so einer Rampe, nehmen wir das Boot und ein Bein nach dem anderen reingeholt. Der Bauer hat da mitgeholfen. Und mein Vater hat dann die Kuh an die Beine rechts und links angebunden, damit, hat der Bauer gefragt, warum? Sagt mein Vater, wenn die Kuh ein Bein hebt, kippt das Boot um, weil die Kuh hier das Gewicht hier hoch ist. Und das ging ja eigentlich alles gut. Nur das Problem war, wie wir in der Mitte am Rhein am Rudern war, ich vorne, mein Vater hinten und wir rudern. Und mitten im Rhein macht die auf einmal Muuuuh. Mein Vater sagt zum Bauer, halt doch die Schnur zu. Ja, sagt er, ich stehe hinten, da kann ich nicht zuhalten. Ich komme nicht dran. Da war ich 10. Und mit 10 Jahren habe ich dann den ersten Schmuggler allein gerudert. Nach im Dunkeln. Meine Mutter, du kannst das nicht. Ja, ich kann das. Ich mache das ja auch, wenn der Vater dabei ist. Da habe ich den Schmuggler ganz allein rüber, bin wieder zurückgekommen, alles okay. Weil mein Vater nicht da war, der hat in Rüdesheim, musste ja auch abends spät noch Leute mal rüber nicht mehr fahren. Sein Vater. Und er selbst, Klaus-Peter Rössler mit etwa 16 Jahren.
Damals war es selbstverständlich, dass der Sohn das Unternehmen des Vaters weiterführte. Und auch wenn das Geschäft schon immer hart war, die Firma wuchs über die Jahrzehnte. Es wurden mehr Schiffe. Und eines Tages hatte die Rösslerlinie dann eine Frau zum Chef. Eine Mitarbeiterin, also eine damalige, die hat mir irgendwann zu mir gesagt, du hast ein sehr schweres Erbe. Habe ich nie verstanden, habe ich mir als nur gedacht, ist die neidisch oder was, ja. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, was sie gemeint hat. Kam dann erst so vor 5 Jahren oder 10 Jahren, wo ich mir gedacht habe, guck mal da, jetzt merkst du, was die gesagt hat, ja. Da wurde ihr bewusst, was die Firma fordert. Vor allem Zeit, auch am Wochenende und nachts. Privatleben und Gesundheit stehen auf Dauer auf dem Spiel, wenn auf dem Schiff immer wieder Party bis in die Morgenstunden gemacht wird. Die größte Herausforderung aber ist inzwischen der Tagestourismus. Ungeplant, spontan und unberechenbar. Der Tagestourismus ist ja sehr schwierig. Also wenn schönes Wetter ist, sind natürlich die Tagestouristen da aus den Ballungsgebieten, was auch richtig schön ist. Der Urlaubstourismus hier, den wir früher in Assmannshausen hatten, als ich noch Jugendliche war, der ist überhaupt nicht mehr da. Also so die Kegelclubs, so wie früher, bei weitem nicht mehr. Was sie früher an Schnäpschen und Bier getrunken haben, trinken die heute in Wasser, weil sie auch älter geworden sind. Assmannshausen war früher, als ich Kind, Jugendliche war, war wirklich immer brechend voll gewesen. Aus jeder Kneipe kam Musik raus, die Kneipen waren offen. Teilweise wusste ich, im Herbst muss ich meine Türklingel abstellen, weil sich an jedem Wochenende irgendwelche Kegelclubs verlaufen haben und der Meinung waren, hier ist das Hotel, und wo der nachts Sturm geklingelt wurde, und weil die einfach zu viel gefeiert hatten. Aber fand ich jetzt nicht weiter dramatisch. War halt so, ist man mit aufgewachsen. Wer nach Assmannshausen kommt, egal ob an Land oder auf dem Wasserweg, der begegnet den Schiffen der Rösslerlinie, die hier am Anleger festgemacht sind. Sie gehören zum Stadtbild und sind seit Generationen nicht wegzudenken. Wenn man kommt und es ist gar kein Schiff da, dann sieht es schon total leer aus. Ich weiß nicht, es gehört dazu. Assmannshausen ist meine Heimat. Ich mag es total, hier zu leben. Es ist so ein schöner Fleck Erde. Man hat die Weinberge, wenn man durch die Weinberge läuft, man hat bombastischen Ausblick. Oder auch, wenn man mit dem Schiff fährt. Es ist richtig schön. Also ich genieße dann auch mal so Leerfahrten, wo ich mich dann einfach aufs Schiff setze und einfach nur rechts und links gucke. Wir wohnen in einer traumhaften Gegend und das macht es dann halt auch aus. Und das ist dann auch der Spaß an der Arbeit. Heute gehen in Rüdesheim Gäste an Bord, die ganz besonders an Landschaft und Natur interessiert sind. Mit dem Naturschutzbund Deutschland, dem NABU, hat Bianca Rössler Touren ausgearbeitet, bei denen Biotope und Auenlandschaften längs des Rheins erlebt werden. Dieses Mal geht die Route von Rüdesheim nach Eltville, immer nah am Ufer entlang. Fast jeder hat heute ein Fernglas dabei. Denn auf dieser Tour können die Gäste vor allem Vögel beobachten. Einheimische Graureiher genauso wie die Nilgänse, die ja eigentlich nicht hierher gehören. Perfekte Rückzugsorte für Vögel sind die Leitwerke, die schmalen Dämme längs des Rheins, die mit Sträuchern und Bäumen bewachsen sind. Eine brütende Möwe hat ihr Nest auf einem Pfeiler der ehemaligen Hindenburgbrücke gebaut, die im Zweiten Weltkrieg gesprengt wurde. Bei den Ausflügen fahren immer Exkursionsleiter des NABU mit. Ja, das ist eine besondere Region hier, der Inselrhein, dieses Stück, was von Ost des Rheins, was von Ost nach West fließt. Sehr breit ist der Rhein hier, über 1 Kilometer. Es gibt sehr viele Inseln, die man hier Auen nennt. Und das ist ein riesiges Naturschutzgebiet. Seit vielen Jahren steht es unter Naturschutz. Es spielt eine wichtige Rolle für die Vogelwelt. Zum einen für die Zugvögel im Winter. Es ist ein sogenannter Trittstein, so nennt man das. Die Trittsteine gibt es auch am Bodensee. Das heißt, Vögel, die nach Süden ziehen, machen hier Pause, mehrere Tage, oder bleiben auch im Winter hier. Und die kann man dann beobachten hier. Die ziehen natürlich dann im Frühjahr wieder weg nach Norden. Und dann haben wir die heimische Vogelwelt, die auch sehr vielfältig ist. Diese Graugänse mit Küken haben sich eine ruhige, geschützte Insellage für die Kinderstube ausgesucht.
Kormorane sind sehr geschickt im Fischfang. Es gibt sie hier seit jeher. Aber noch vor 20 Jahren waren sie am Rhein selten geworden. Inzwischen haben sich die Bestände deutlich erholt. Eine Kanadagans, auch ein Einwanderer. Immer wieder erklärt der Exkursionsleiter, was die Gäste hier so alles zu sehen bekommen und wie der NABU arbeitet. Naturschutzteile dieses Naturschutzgebietes werden vom NABU, von der Gruppe Bingen, die dort auch ihr Naturschutzzentrum hat, betreut. Die Stimmung an Bord ist an diesem Tag ganz anders. Keine Musik, es fließt kaum Alkohol. Die meisten Gäste sind oben an Deck und genießen die Ruhe und den Ausblick. Der NABU veranstaltet das mit der Rösslerlinie zusammen. Das ist ein ganz spezielles Angebot, was wir seit über 30 Jahren machen, seit über 35 Jahren und was sehr nachgefragt ist. Es gibt ganz viele Menschen, die das mehrfach machen. Ja, nicht nur wir als Schiffsführer, als Exkursionsführer, sondern eben auch Besucher, Ornithologen, die hier mit ihren Spektiven dann kommen und sich auf der Suche nach seltenen Vögeln sind, die man sonst hier nicht sieht. Aber auch das gibt es hier. Wassersportler, die es ziemlich rücksichtslos krachen lassen. Zwei Welten prallen aufeinander. Zum Glück sind sie bald wieder weg. Die Exkursion ist eine Attraktion auch für Leute, die mit weinseliger Rheinromantik nicht viel anfangen können. Mit solchen Ideen bekommt die Kapitänin ihre Schiffe immer wieder ausgebucht. Der Laden läuft gut. Das darf man schon mal hören, findet der Vater. Weil Papa auf dem Schiff eine größere Glocke haben wollte, weil denn der Klang anders ist. Und deswegen hat er die da hingehangen und die größere aufs Schiff. Partystimmung. Die Sommertour kommt am Abend doch noch richtig in Schwung. Das Feuerwerk in Mainz wird bald losgehen und langsam sammeln sich alle Ausflugsschiffe, um einen guten Blick auf das Spektakel zu sichern. Der Ausklang eines langen Arbeitstages. Erst jetzt können die Chefin und ihr Lebenspartner auch an Deck kommen und, etwas nachdenklich, in den Nachthimmel schauen. Das ist wirklich ein verdammt schweres Erbe. Es sind ja einmal diese Schiffe, die man hat und natürlich auch die Mitarbeiter. Die haben ja auch Familie und alles zu versorgen, weil man ja nicht nur Verantwortung für sich selbst hat und für seine Familie, sondern wirklich für viele Menschen. Musik